Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia und ich habe keinen Platz im Inventar. Wie soll es auch anders sein? Hier, ich war in der letzten Folge ja im Dungeon, was aussah wie eine Mine, beziehungsweise was eine Mine war. Und hallo, ich will an den Ofen. Okay, jetzt habe ich wieder Platz für Eisen. Und ich habe mich halt noch nicht leer geräumt. Ich muss erstmal gucken, was ich jetzt wegpacken kann, was ich verkaufen kann. Eisen war da drin, genau. Gold war dort. Dann machen wir jetzt hier dieses Rare Metal rein. Oh Gott, was machen wir da noch rein? Wir haben so viel. Bauxit kommt da rein. Ich muss selber erstmal jetzt gucken. Hier, Sand kann hier rein. Die Kristalle können auch da rein. Der gelbe Stein war ja für nichts zu gebrauchen. Dann werden wir den hier mit reinschmeißen. Hier drüben kommt dann das hier mit rein. Ja, ich weiß sonst nicht, wohin damit. Das Bauxit können wir da hinschmeißen und dann kann der grüne Kristall dort rein. Die Kohle, ach du Scheibenhonig, wo machen wir die rein? Die machen wir hier mit rein, da haben wir mehr, ach du Heimatland, wie viel Kohle habe ich denn eingesammelt? Und die kann man für nichts gebrauchen. Ja gut. Stein war da drinne. Heu war hier drinne. Was hatte ich da drinne? Das, dann machen wir hier den Sulfur mit rein. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon irgendwas hab. Hier nicht. Da nicht. Da auch nicht. Okay. Dann bleibt Sulfur da mit drin und der Amber auch. Dann kommt das dahin. Und das hauen wir mal hier mit rein, weil... Ich habe auch noch Clay. Scheibenhonig. Das kommt mit hier runter. Ach du Heimatland, wo macht man den Clay rein? Wir machen den Clay hier mit rein. So, so und so. Und die gelben hauen wir hier mit rein. So. Sieht gut aus. Hier hinten war das wichtige Zeug drinne, was für mich halt persönlich wichtig ist. Genau, Waffenkiste. Hier. Das macht 155, hat aber Minuseffekte. Wird also nicht behalten. Das hier, 155, Death plus 6, das wird behalten. Ne? Das, ja, das behalten wir auch mal. Death plus 4. Stopp mal. Das ist das, was ich in der Offhand immer hab. Scheiße. Ach, das ist noch drinne. Gut. Das sind die Two-Hand-Schwerter, Swords, wie auch immer. Dragon Killer. This weapon was a block of iron too crude to be chained a sword. Ja, komm, rein hier. Haben wir noch einen Zweihänder? Nicht, dass ich hier sehe. Nee. Das macht nur 110. Das kann weg. Die machen nur 100. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das macht 145. Das behalten wir mal. Das macht 135. Das behalten wir auch mal. Das kann weg. So, das hier, bla 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 bla, das kommt weg, das haben wir ausgerüstet, das macht Angriffskraft plus 5, ne, Preisrate plus 10%, oh,
Wir werden mal das hier ausrüsten. Das werden wir behalten. Aber wo machen wir das rein? Wir machen das mal hier mit rein. Ja, genau. Hier oben war noch eins. 140 ATK plus 5. Kommt das dorte mit hin. Jetzt brauche ich bestimmt noch einen zweiten Verkaufsmarkt. Denn der eine wird dafür nicht ausreichen. So. Das hier alles weg. Ja, reicht tatsächlich nicht aus. Der Rest wird behalten. Genau. Das sind 12.000 Gold. Das sind 13.000. Oh ja, da habe ich das Geld wieder drin, was ich für die Reparaturen alles verballert habe. Das war nicht gerade wenig. Und wir müssen uns eine neue Picke machen, auf jeden Fall. Und Stahlkisten müssen kommen. Hier war Stahl, da war Silber. Wir haben aber Eisen. Ich würde sagen, das reicht erst einmal an Eisen. Da können wir gleich noch ein bisschen was in die Waschmaschine hier hauen. Und zwar das, das da und die Seeds hier oben. Gewaschen, gewaschen. Ist hier noch was drin? Nein. Die sind durch, dann kommen die hier rein. Okay. Ich brauche unbedingt noch eine Kiste für Trankzeug, Trankzutaten. Ach du Heimatland, ich weiß gar nicht wohin. Was? Itemship? Ach, die haben verkauft. Für 26.000. Nice. Ja, nee. Hier haben wir wieder Wheat Flour. Also Mehl. Gleich wieder verarbeitet. Was machen wir als nächstes? Wir haben hier noch ein bisschen was zum Aufdecken. Hier hinten haben wir noch was. Hier noch ein bisschen am Strand. Wobei man sieht, da geht es nicht weiter. Aber hier ist noch eine fette Insel. Hier oben waren wir noch nicht. 1, 2, 3. Hier ist noch ein Dungeon. Das könnte man natürlich noch besuchen gehen. Brauche ich nur eine Picke. Kann ich? Das kann ich. Sehr nice. Hier. Eine Picke, danke. Das war dort. Das hauen wir erstmal hier jetzt mit rein. Es gehört ja da rein im Grunde. So, der Markt kommt. Ja. Dahin, die kommt da hoch. Das Wasser können wir erstmal hier lassen. Dann werden wir noch schnell zum nächsten Dungeon rocken. Und mal schauen, was uns unterwegs noch so begegnet. Dorte. Und was futtern müssen wir natürlich mal wieder. Da lang müssen wir. Oh, dieses Huhn. Boah, das nervt. Okay, ich muss definitiv mehr Stamina leveln. Die haben keine Kiste. Okay. Sag mal. Der folgt mir jetzt tatsächlich, der Hund. Jetzt nicht mehr, schade.
frage mich, ob es hier noch geheime Dungeons irgendwie gibt. So ein Tunnelsystem, wo man an Dungeon kommt. Oder irgendwie was anderes. Da bin ich echt mal gespannt. Immer wieder Kupfer und Eisen. Was haben wir denn hier unten? Ein paar Wölfe auf einem Stein, aber das war's. Ein paar Ressourcen. Hier mal wieder Goblins. Skelette. Okay. Und ein Bär. Okay, hier hoch werden wir dann später auf jeden Fall mal gehen. Beziehungsweise da auch. Oh, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Baumaterialien mit, falls ich die wieder benötige. Scheibenhonig. Arschloch. Alter. Hau doch mal ab von. Nee, warte. Ey. Jetzt. Stirb. So. Hättest du mich mal in Ruhe gelassen, dann würdest du weiterleben. So, ich denke mal, das reicht. Und okay, es ist ein Dungeon mit Bossgegner. Wow. Ach, wisst ihr was? Ich nutze jetzt die Schwerter, mit denen geht das viel einfacher hier. Ich muss die eh irgendwann wieder reparieren. Wir verlieren zwar jetzt hierdurch auch an Durability, aber ist noch mehr als genug drin. Außerdem habe ich ja noch mein Zweihandschwert. Und hier gibt es wieder sehr viel Kochutensilien. Das gefällt mir, denn viele wissen ja, in Minecraft gibt es einen wunderschönen Mod, der heißt Pep's Harvest Craft. Ja, den mag ich einfach. Und jeder, der Modded-Videos von Minecraft gesehen hat von mir, weiß, dass ich mich meistens auch mit der Mod auseinandersetze. Und ja. Jetzt geht's auf. Ja, die Eier werden wir jetzt nicht mitnehmen. Brauchen wir auch nicht wirklich. Hier. Autosave mal wieder. Oh. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Ich muss erstmal hier wieder runterholen. Das macht 160. Danke. Das wollte ich noch verkaufen. Max Life minus 5, aber Max Life plus 2%. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. Von 260. 10% sind 26. 26 durch 10 sind 2,6. Das heißt, ich würde 2,4 Leben Einbuße machen. Das ist ja scheiße. Oh, schon wieder so eine Needle. Okay, das kommt weg. Das sehe ich schon. Hat Minus-Dings. Max Satellite die plus 30. Restore Life 20. Restore Mana 20. Restore Satellite 20. Weiß ich noch nicht, ob ich das behalte. Da bin ich mir noch unschlüssig. Aber ich glaube, aus dem kann man was craften. Ja, hier unten. Irgend so ein weiteres Schwert. Und sehr viel Kochutensilien gibt es hier. Das ist nice.
Und Tschüssikowski. Wow. Wow. Alter, was ist falsch bei euch? Tür? Ah, wieder eine Machete. Warum geht die nicht auf? LOL! Der war hinter der Wand! Was war das für ein Cheater? Hier. Und wir kriegen Gegengift. Okay. Dann kann es ja nur die Schlange oder so ein anderes Furunkelvieh sein. Und zwar diese Blume. Das. Das. Und das dahin. Und man sieht es da hinten, wenn ihr mal genau hinguckt. Es ist die fliegende Blume. Der neue, einer der neuen Boss-Mobs, die mit dem letzten Update gekommen sind. Achterbogen. Da ist er! Hä? Scheiße! Geh weg von mir! Au! Lol, die hat mich gerade geheilt? Warum machst du sowas? Alter, was? Was hat die für Attacken auf Lager? Und wie viel hält die aus? Ah! Nein, nicht vergiften! Das ist böse. Ja, und da bin ich vergiftet. Das zieht halt extremst an Leben ab. Oh, jetzt auch noch mit Gelb. Ah! Alter, das sind doch diese Pflanzen aus Super Mario. Au, lass mich, ey, hör doch mal auf, da will ich gar, hey, ich sage ja, die macht mich benebelt im Kopf, und schon wieder, okay, dann gehen wir jetzt aufs Ganze, wow, machen wir es halt so. Ich bin zu lahmarschig. Das war das Blumenmädchen als Endgegner. So, was hat sie denn gedroppt? Ein Mid-Grade Refined Stone. 9 Stars or lower up to Refined Level 70. It's too pure to use the primär. Warum ist das unter Essen mit drinne? Warum ist das unter Essen mit drinne? Das wundert mich jetzt. Das ist ja ein Stein. Was haben wir denn? Hier, das. Lol, ich hab das noch. Ich hab das noch ein zweites Mal. So. 150 Claymore Black Talent Gulds. Leg Armor 2 Hander over. Was? Warum steht da 2 Hander?
Müsste das nicht Two-Hander heißen? Egal. Ist auf jeden Fall ein nices Schwert. Das ist auf jeden Fall ein nices Schwert. Und hier gab es einen Fangzahn. Alles klar. Och nö. Hau doch mal ab. Geh zu deiner Mama. So. Das haben wir, hier ist noch eine Insel. Da ist auch der Turm. Das heißt, da müssen wir auch nochmal hin. Ja. Wir werden den Rest der Map noch erkunden, würde ich sagen. Aber das in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.